Oh. Der sagt Papa, Papa. Moment. Servus Leute, ich bin's Konotano und heute haben wir was ganz Leckeres für euch vor. Heute werde ich zum ersten Mal auf den Wunsch meiner Frau eingehen. Wir werden heute Nudelauflauf machen. Ich persönlich mag keine Bechamelsoße, aber meiner Frau zuliebe werden wir heute einen Nudelauflauf mit Bechamelsoße machen. Leute, kommt rüber und wir schauen mal rein, was reinkommt. Für unseren super leckeren Nudelauflauf brauchen wir natürlich Nudeln. Heute haben wir die Spiralnudeln von Barilla, die nennen sich auch Fusilli. Hier steht zwar 1 Kilo drauf, aber wir werden nur 500 Gramm verwenden. Das sind die ganzen Komponente für unsere Bechamelsoße. Dazu brauchen wir 50 ml Sonnenblumenöl, 400 ml kalte Milch. Leute, passt auf, die muss wirklich kalt sein. Dann brauchen wir 40 Gramm Weizenmehl, 10 Gramm Butter und etwas Pfeffer für unsere Bechamelsoße. Und natürlich nicht vergessen, Salz. Dann als Topping über diesen Nudelauflauf brauchen wir Käse. Da haben wir den Gouda Holland Mittelalt genommen. Ich mag den würzigen Geschmack. Und natürlich, weil wir dick sind, natürlich Mayonnaise. Und damit was auch Grünes dabei ist, Petersilie. Und für den Geschmack Paprika. So Leute, wir fangen an. Wir fangen natürlich erst mit der Nudel an. Dazu setzen wir uns jetzt einen Topf auf und erhitzen das. Kommt mit! So Leute, unser Topf ist heiß genug. Wir werden unsere Nudeln jetzt dazu geben. Passt bitte auf, kommst mal mit, Baby. Wir werden unsere Nudeln nicht 11 Minuten lang garen, sondern nur 9 Minuten oder 10 Minuten, weil die werden nochmal später im Ofen gegart. So Leute, wir geben es einmal dazu. Und wir gehen gleich rüber und fangen mit der Bechamelsoße an. Für die Bechamelsoße brauchen wir einen kleineren Topf. Die werden wir jetzt voll erhitzen, einmal auf der Stufe 9. Als erstes geben wir unser Sonnenblumenöl dazu. Das waren jetzt 50 Gramm. Zu den 50 Gramm Sonnenblumenöl geben wir jetzt unser 40 Gramm Weizenmehl dazu. Und Leute, jetzt müssen wir aktiv werden. Wir werden das Mehl erstmal schön anschwitzen, heißt das. Es dürfen sich keine festen Klumpen bilden, deswegen müssen wir aufpassen. Wenn euer Mehl ungefähr so aussieht und ihr solche kleinen Klümpchen bekommt, also kleine Bläschen, dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir die Milch dazu geben können. Passt auf, ihr müsst immer in Bewegung bleiben. Ich hole mal ganz schön die Milch. So Leute, und wir geben immer etwas mehr Mehl dazu. Ganz genau, das sollte eigentlich nicht passieren. Solche Klumpen sollen nicht geschehen. Wir müssen das aufwirbeln. Wir halten das so lange in Bewegung, bis es etwas dickflüssiger wird. Unser Bechamelsoße hat jetzt die gewünschte Struktur erreicht. Ich stelle jetzt mal den Herd aus und tue das mal zur Seite. Leute, ihr müsst immer in Bewegung bleiben. So Leute, ich hatte gesagt 10 Gramm Butter, aber wir tun mal ein bisschen mehr rein. Das sind wahrscheinlich so 15. Und gleich wieder weiter bewegen, bis sich die Butter auch auflöst. Und jetzt müssen wir ganz schnell unser Pfeffer und Salz dazu geben. So Leute, ich mache es ein bisschen schneller. Tut mehr Pfeffer rein, weil das wird einen schönen Geschmack geben. Ups, schnell. Und noch etwas Salz. Ich würde sagen so 5 Gramm Salz. Das passt. Unsere Bechamelsoße ist jetzt somit fertig. Leute, tut es bitte, ich nehme es mal mit, an eine kühle Stelle. Ich schwitze auch ein bisschen, ist gerade warm geworden, damit eure Bechamelsoße nicht anhaftet. Am besten hier. Das passt. Magst du mal von der Nähe zeigen? So sollte sie ungefähr aussehen. So, meine Lieben, die 10 Minuten sind jetzt um. Wir haben unsere Nudeln rausgeholt. Eigentlich hätten die 11 Minuten gebraucht. Wir haben die jetzt eine Minute früher rausgeholt, weil wir die ja noch im Ofen garen werden. Wir müssen jetzt alles hier in einen Auflaufform. Auflaufform reintun. So, damit haben wir unsere Nudeln einmal drinnen. Das verteile ich noch mal ein bisschen, nicht mit der Hand, sondern mit dem Küchenutensil, so wie Menschen. Jetzt werden wir unsere Bechamelsoße dazugeben. So Leute, ihr seht schon, die sieht so richtig ordentlich aus. Nachdem wir die Nudeln und Bechamelsoße in einer Hochzeit zusammengegeben haben, werden wir es einmal kurz durchmischen. Leute, mischt ordentlich durch, passt auf, nicht, dass ihr auf einer Seite viel Bechamelsoße und auf der anderen Seite wenig habt. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Jetzt kommt die Spezialzutat à la Mama
um alles ein bisschen leckerer zu machen. Die heißt einfach Mayonnaise. Und wir tun nach Gefühl etwas Mayonnaise rein. Das war ein bisschen mehr, als ich wollte, aber das passt. Das mischen wir dann auch nochmal um, ganz schnell. Jetzt kommt unsere Paprika-Gewürz. Davon auch nicht sparen, also sausen lassen. Nachdem alles ungefähr die gleiche Ebene hat, werden wir unsere Petersilie dazugeben. Die haben wir frisch geschnitten, also frische Petersilie. Und es kommt darauf jetzt an, wie viel Käse ihr gerne habt. Wir haben Käse sehr gern. Ich tue nochmal 200 Gramm Käse rein. Leute, passt auf, nicht alles zerdrücken, aber auch alles gut verteilen. Es ist so wie ein Kunstwerk. Unser Baby ist jetzt fertig. Unser Ofen hat die 200 Grad erreicht. Wir schieben das jetzt einmal rein. Oh mein Gott, es ist heiß. Okay, okay. Also unser Ofen hat 200 Grad Umluft und wir werden das jetzt für 20 Minuten im Ofen garen lassen. Bis gleich, Leute. Leute, die 20 Minuten sind jetzt um. Wir schauen jetzt, was unser Baby macht. Kommt mit. Oh. Der sagt Papa, Papa. Oh mein Gott. So Leute, wie ihr seht, wir haben hier ein Kunstwerk. Ich mach's mal zu. So Leute, ihr könnt unser Kunstwerk gerne beobachten, betrachten. Auch gerne schmecken, falls ihr Lust habt, kommt vorbei. Aber wir werden es jetzt erstmal für 10 Minuten einmal hier liegen lassen, damit sich der Käse so richtig schön wieder entfalten kann. So, mein Lieben, wir werden unseren Nudelauflauf jetzt einmal schneiden. Magst du das aus der Nähe zeigen, Baby? Also extra für YouTube machen wir mal ein größeres Stück. Ihr seht das schon. Ich mag das ja, wenn Käse ein bisschen crunchy ist. Boah, ich muss hier gerade meine Spucke runterschlucken. Okay, das ist jetzt nicht so perfekt, aber egal. So, und dann nochmal so. Einmal durch die Mitte genommen. Und jetzt brauchen wir hier so ein Küchenutensil, um das alles einmal aufzubocken. Oh mein Gott, sieht doch super aus. Ja. Oh, upsala. So, bitte. So, den Rest können wir auch nochmal drunter schieben. Aber so sieht das Ergebnis aus. Zeigst du mich nochmal? Und wir gehen gleich auf den Balkon und werden das gemeinsam mit euch testen. Kommt mit, Leute. So, mein Lieben, wir haben ein bisschen getrödelt. Wir wollten ein paar Aufnahmen für euch machen mit der Kamera, aber jetzt ist es ein bisschen kalt geworden. Aber nichtsdestotrotz werden wir es trotzdem testen. Wie gesagt, ich mag hier keine Bechamelsoße. Ich schaue es mir jetzt mal an, wie es schmeckt. Vanille vielleicht ein bisschen. Also wir haben ja unsere Bechamelsoße heute mit 400 ml Milch gemacht. Wenn ihr Bechamelsoße mögt, dann könnt ihr es auch gerne mit 800 ml Milch machen. Das würde das nicht ändern. Natürlich, das wäre dann viel flüssiger. Also mir schmeckt super. Hätte ich auch so nicht erwartet. Ich muss aber zugeben, der Gouda alleine, das ist schon ein sehr fester Käse. Ich hätte ein bisschen Mozzarella dazu tun müssen. Schatz, möchtest du auch mal probieren? Ja. Sag aber deine ehrliche Meinung. Ja. Also du darfst mich auch heute kritisieren. So. Schmeckt sehr gut. Meinst du? Mhm. So, jetzt kommt auch Timo dran. Timo, hopp, rutsch. Also ich esse ja normalerweise Bechamelsoße nicht, deswegen komm mal hoch, komm hoch. Ich finde, das hat einen sehr so kräftigen, aber sehr guten Geschmack. Okay. Ah, wir haben schon lange nicht mehr so hier diesen Moment gehabt, ne? Nee. So, jetzt teste auch Jimbo für euch einmal. Ja, das mag Jimbo. Leute, ich bedanke mich sehr, dass ihr uns zugeschaut habt. Es würde uns sehr viel Spaß machen und uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like und ein Abo dalassen würdet. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal und ich wünsche euch einen tollen Abend oder einen tollen Tag. Bis bald, Leute. Tschüss. 3, 2, 1, Cut.